Ihr lieben Mitmenschen, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge Ark Survival Ascended bei uns auf dem Kanal. Schön, dass ihr alle mit dabei seid und erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank auch an alle TikTok-Zuschauer. Die sind ja momentan richtig cool drauf. Hat viele neue Abonnenten dadurch gegeben. Danke, danke dafür. Und es hat sich bei uns auch einiges getan hier in der Map. Unter anderem, ihr könnt euch ja ganz grob daran erinnern, dass wir die Greifennester hatten. Und da haben wir dachten, die schlafen da drin, die haben da gar nicht geschlafen. Die haben da gar nicht geschlafen, die kleinen Ferkel. Die haben nämlich, die haben ganz viele kleine andere Greifis gemacht. Genau, ihr seht es schon, also eigentlich hatten wir mal zwei, jetzt haben wir fünf. Das ist genau, ja da war noch ein Baby, der ist eben gerade, den habe ich eben gerade noch fertig gelevelt, der genau, hier. Der da. Ach, ist das schön, oder? Also es ist wirklich erschreckend. Der kam da. Also setzt die bitte nicht in die Nester. Nein, ja? Die paaren sich. Obwohl ihr es nicht eingestellt habt, die paaren sich trotzdem. Das ist denen scheißegal. Genau, das ist denen ihr Paarungsnest sozusagen. Jetzt haben wir sie natürlich alle wieder rausgetan, weil so viele brauchen wir jetzt auch wieder nicht. Aber ja. Naja. Und auch eine wichtige Frage war... Den wollte Olli mir schon unterjubeln mit, schau mal, der ist türkis, der ist... Ja, der ist türkis, aber es reicht mir nicht. Genau. Und auf TikTok kam auch die Frage auf, zeigt doch mal alle eure Tiere, die ihr bis jetzt habt. Ihr seht das, ne? Ihr seht das. Genau. Also wir können gerne nachher mal einen Rundgang machen, aber ganz ehrlich, wir haben noch bei weitem nicht alle. Nein. Also unser Ziel ist immer noch, von jeder Sorte Tier ein Pärchen zu haben. Ja, wir sind nämlich hier Arche Noah, wisst ihr? Wir müssen die alle retten. Genau, wir müssen die alle retten und von jeder Sorte Tier, also auch die Mikroraptoren, auch die Trodons und wie sie alle heißen, auch Kombis, ich weiß, Olli hasst die, aber auch die werden wir jeweils ein Pärchen uns holen. Ne? Wir müssen. Klar. So, ich habe übrigens Destroy Wild Dinos gemacht, aus dem einzigen Weil? Grund, das Turkey-Event läuft. Ja. Und das ist Turkey ja mega. Event, genau, haben viele tolle Farben wieder mit dabei. Ja. Genau, das kündigen die ja immer an, welche Farben da mit dabei sind. Unter anderem dunkelblau, Midnight Blue, dunkelrot, dunkelviolett, dunkellila. Magenta, glaube ich, war auch dabei, ne? Genau, dunkelmagenta und natürlich alle Orangefarben, also sämtliche Orangetöne sind mit dabei. Also es ist das erste Event, was wir jetzt auf im neuen Ark haben. Da bin ich auch mal gespannt. Mhm. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Und ich habe wieder ein paar neue Mods. Die Mods an sich sind ja nicht das Problem, ne? Aber wenn du reinlädst ins Spiel und die Mods wollen sich aktualisieren, das ist brutal. Das kann schon mal eine halbe Stunde dauern, ne? So wie früher bei Ark. Ne? Und die neue Mod ist die, warte, ich zeig's euch, QOL-Mod. Das ist sowas ähnliches wie die Structures Plus-Mod von damals. Also wir haben wieder das Multitool dabei, wir haben den Konverter dabei. Und was auch sehr, sehr cool ist, wir haben die Nanny, den Farmer und den Gardener wieder mit dabei. Das ist sehr, sehr cool. Das macht so viel einfacher. Genau. Also das kann ich nur sagen, das ist wirklich... Wir haben den Kühlschrank, den Airconditioner von Anno dazu mal und das eigentlich das Wichtigste für mich war, den Bienenhive. Da brauchen wir jetzt keine Königin mehr dafür, sondern wir können den jetzt herstellen. Was wir dazu brauchen, sind eigentlich nur 50 mal Honig. Und den Rest hat man irgendwie immer irgendwo rumliegen. Und deswegen ist das alles kein Ding. Den werden wir auch so nach und nach holen. Weil auch tatsächlich hier ist es wieder so, ich brauche Honig für das überragende Kibbel, für das türkise Kibbel. Ja. Eben für Greife, für die Katzen, für also alle möglichen Tiere, Jutis, die brauchen alle das türkise Kibbel. Und das kann ich halt leider nicht machen, sonst das geht nicht. Und, Und unsere Schweine sind sehr, sehr hungrig. Ja, deswegen müssen wir jetzt unbedingt... Und wir haben schon wieder kein Fleisch drin. Ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwo... Von dem letzten Honig habe ich tatsächlich 4 Gemüsekuchen machen können. Ja. Gemüsekuchen ist tatsächlich für Schäfchen, also für die Schafe. Wenn wir die sehen, brauchen wir Gemüsekuchen. Definitiv. Und da konnte ich tatsächlich schon 4 Stück machen. Also ich hoffe, die reichen dann auch. Die werde ich auch mal mitnehmen. Und die Viechers haben Hunger, ne? Das sind wirklich nur die Schweine. Die Schweine! Und die fressen. Solche Schweine! Hier, ihr seht, ist schon wieder leer gefressen. Das ist der absolute Wahnsinn. Weil das steht gerade auf Heilen. Und deswegen fressen die wie die Wahnsinnigen. Ja. So sieht's aus. Ja, die müssen wir, genau, da müssen wir halt tatsächlich jetzt mal. Und ich habe mir was gewünscht: Tapijaras. Genau, Tapis hat er sich gewünscht für zum Bauen, weil man mit denen halt hoch, runter, links, rechts fliegen kann. Ja.
ist natürlich wesentlich cooler und besser. So, wie gesagt, ich habe von Destroy Wild Dinos gemacht. Es müssten nach und nach jetzt allen Dinos neu spawnen, mit den neuen Farben inklusive. Und da wollen wir natürlich schauen, dass wir da was Hübsches finden heute. Ja. Ich habe ein bisschen Waffe dabei. Ich habe noch mal ein paar Darts gemacht, ein paar Betäubungsdarts. Genau, ich habe Kibbel dabei. Und, du hast Kibbel dabei. Und wir schauen genau, einfach mal. Und Futter habe ich dabei. Mhm. Genau, und ja, wir werden natürlich, diese Fläche da hinten wird dann nach und nach belebt. Also da kommen dann natürlich da hinten auch Brontos hin und alles. Ach, du hast auch, du nicht Brachiosaurus auch? Genau, gedacht? Brachiosaurus habe ich mit reingemacht über eine Mod. Das war so eine der ersten Mods überhaupt, die es fürs Spiel gab. Und das ist auch eine coole Sache. So, ich suche gerade ehrlich gesagt, meine 10-Box habe ich dabei. Ja, notfalls, ich sag mal notfalls, ja. Genau, und ich hätte natürlich immer noch gerne einen blauen Agi-Mädchen zum Züchten, ein hohes. Ich habe natürlich mein Zucht hier, ich liebe den. Also das ist natürlich der Schönste, der Schönen, muss ich echt sagen. Ja, na klar. Und hat auch ein Mega-Level, aber es ist halt leider nur ein Männchen und mit dem kann ich halt nicht züchten. Das ist, also ja, ein Teil des Züchtens geht natürlich. Ja. Aber nur ein Teil. Das Zuchtprogramm muss also auch noch starten. So, genau. In welche Richtung möchten wir denn fliegen heute? Das ist mir völlig egal. Wir fliegen mal da gerade den Fluss hoch, weil da war eine Stelle, wo es immer Tapijaras gab. Och, wir hatten da gerade den Baum umgeschmissen da unten. Ich weiß noch nicht. Wir schauen uns die Sache mal an hier, denn wie gesagt, die neuen Farben müssten jetzt nach und nach spawnen. Und ich hoffe natürlich, dass das Event auch aktiv ist, ne? Das ist aktuell immer noch nicht so ganz klar. So, schau mal, Yama. Also es war auf jeden Fall ein Update. Ja, schau mal den Pronto hier an oder den Schubsi, der ist schon nur dunkelblau. Ah ja gut, dann funktioniert das. Ja, das sieht schon so aus. Das sieht sehr türkihaft aus. Ja, wir brauchen sowieso ohne Ende Fleisch im Moment. Ja, also leider ist es jetzt so, dass wir hier wirklich durchmetzeln müssen, weil unsere Schweine, die fressen halt echt. Das sind halt verfressene Schweine, man kann es ja das sagen. Ja. Guck mal, hier ist ein ganzes Buffet. Er muss bloß immer gucken, nicht, dass da Kleine dabei sind, weil weißt ja dann. Ich hoffe nicht, dass da Kleine dabei sind. Genau, geh mal quer durch. Oh, aber auch schöne Farben. Ja. Mal da den dicken Kanu. Den können wir doch platt machen. Mehr, Digga. Was bumpert denn da noch? So. Ich weiß nicht. Ach, du bumperst so. Okay. Ich bin der Bumpermann. Ja, da müssen wir halt schauen. Da gibt es wahrscheinlich denn jetzt auch schöne Greifenfarben. Tut mir leid, ihr kleinen Dicken. Unsere Schweine haben leider sehr viel Hunger. Tut uns wirklich leid. Ja. Oh, da gibt es aber viele kleine Riezenbabys. Da wollen wir natürlich nicht, ne? Da geht's nicht. Genau, Riezen haben wir schon echt viele jetzt. So viel brauchen wir auch wieder nicht. Oh, hier ist ganze Stego-Familie. Ja, auch Stegos haben wir eigentlich auch schon. Ja, ja. Die kann man übrigens auch sehr gut zum Holzholen nehmen, die Stegos, ne? Das hatten sie damals schon beim alten Ark mit reingepatcht. Das funktioniert also auch wunderbar. Also hier, das Baby schaut toll aus, ne? Lila unten, orangene Füße. Ja. Aber Babys wollen wir nicht im Augenblick. Außer natürlich, wir finden so eine tolle Farbe, dann sag ich, hey. Das könnte durchaus passieren. Wie gesagt, jetzt spawnen die so nach und nach alle rein. Alle mit neuen Leveln, mit neuen Farben. Und natürlich vielleicht auch noch ein hübscher Greif oder so für Dani. Und blauer. Da können wir natürlich dann auch nicht Nein sagen, ne? Nein, das geht nicht. Fliegen wir heute ein bisschen rum. Schauen uns da einfach mal ein bisschen um. Und auch natürlich nach einem Tapijara. Da müssen wir ein bisschen in den Himmel gucken. Weil die sind meistens oben. Ja, und die sind auch nicht so einfach zu bekommen. Weil die hauen dann ab und dann... Heißt es nur noch hinterherfliegen? Was ist hier für ein kleines Viech? Ach, Mikro. Du kannst sterben. Der hat den Peter angegriffen, glaubst du nicht? Kleine miese Viecher, ehrlich. So, wo bist denn du? Ach da, okay. Wer greift mich denn da an? Ja, ein Mikro. Das ist ein Mini-Greif. Ja, ne? Das ist ein Baby-Greif. Mal, ist der süß im Blau. Siehst du, den hätte ich gerne. Ist das echt ein Babygreif? Ja, das ist ein Babygreif. Tatsächlich. Siehst du, am Schwänzchen? Wie kriege ich denn den jetzt? Den kriegst du gar nicht. Da ist noch einer.
Also entweder ist die Mod fehlerhaft. Und so schöne blaue. Was sagt ihr, Leute? Die sind super, oder? Die wollen wir haben. Ja, die können wir aber nicht nehmen. Wieso sind denn die so mini? Haben die manchmal einen Fehler drin jetzt in der Mod? Das steht gibt's... da Baby oder was? Nee, eben nicht. Warte mal, ich versuch mal. Welche Nummer habe ich denn? Ich glaube, das ist die 7, ne? Erwischst du da einen mal davon? Ich versuch's. Warte, das ist... Ne? Pygmy Griffon, das sind kleine Griffons. Oh, die sind so süß. Die triffst du doch nie, die kannst du doch gar nicht betäuben. Ich kann mal hier... Ja, wie willst du denn das machen? Das ist eine neue Art von Greifs? Baby Greifs? Also jetzt... offizielle... große... und da oben ist der... waldmännliche... Pygmy Griffon. Oh, wie willst du denn die kriegen, die kleinen Scheiße? Also einer hängt gerade in mir drinnen. Ja, das hilft mir nicht viel. Oh, jetzt nicht mehr. Guck mal, ist der süß gewesen. Ach komm. So mini greifst du sie. Ich denke mir, was greift mich denn da an? Was ist das? Ist ja niedlich. Ach, wie toll. Und da haben sie die wahrscheinlich ersetzt durch irgendwelche anderen Viecher hier. Aber die sind natürlich wesentlich lieber als die Standardviecher, ne? Oh. Da sind sie wieder. Kaum statisch kommen sie wieder, die zwei hier. Ja, da müssen wir dann natürlich gucken, wie man die zähmt. Ne? Also wie willst du denn die treffen? Da musst du halt warten, bis die irgendwo landen. Ne? Ja, die landen aber nicht. Übrigens, die Greifmod, die gibt es auch für die PS5, habe ich gelesen. Also falls ihr PlayStation-Spieler seid, könnt ihr die auch einfach dazu holen. So, aber jetzt gibt es hier überall nur noch diese kleinen, oder? Wäre natürlich traurig. Nö. Weil da hinten sehe ich schon wieder einen kleinen. Tja, was haben die ersetzt, hä? Welches Tier? Boah, das ist eine gute Frage. Kommt schon wieder einer. Aber die sind ja süß. Das sind so Mini-Viecher halt, ne? Aber der greift mich auch nicht an. Wahrscheinlich, weil ich der große Daddy-Greif bin. Genau, ich bin halt so ein blöder Agi, weißt du? Genau, da kann man angreifen. Ja, das wäre natürlich interessant zu wissen, ob es jetzt auch wirklich noch die Großen gibt. Da sollten wir vielleicht mal rüber ins Eisgebiet fliegen. Aber wir müssen auch erstmal schnell Fleisch nach Hause bringen, ob wir wollen oder nicht. Weil da ist leer alles, ne? Ich muss mal hier durch die Brücke. Nee, ich hab da gerade noch ein paar tausend rein. Ach so, okay. Also ganz leer ist nicht. So. Auch ein paar gekriegt. 2,7. Naja. Ja, aber wir können trotzdem ein bisschen ins Eisgebiet darüber fliegen. Ja. Werden wir fast müssen. Allein um zu gucken, ob es noch Greife gibt, große. Wenn nicht, da ist dem Modder leider dann ein Fehler passiert. Wenn es nur noch kleine gibt, meinst du? Naja gut, die einen, die heißen ja jetzt irgendwas, die hießen ja jetzt mit P irgendwas, ne? Und was ja, genau. Ich habe, das ist der... Pygmo irgendwas. Ihr könnt es ja nochmal nachlesen. Aber das, was ich habe oder das, was wir haben, sind ja die Mountain Griffins, ne? Also das ist wahrscheinlich jetzt der Unterschied. Hallo. Hallo. Achso, du frisst dich gerade durchs Gemüse, alles klar. Jo. Hast du sehr gut gemacht. Oh, warte mal, ich habe wieder ein paar Läppelchen. Ein Tapijara, ein grüner. So, oh, ich sehe leider nichts. Ah, die Level scheinen wieder richtig zu funktionieren. Ich habe wieder eine 1 da und kein D. Ah, okay, das ist gut. Ist er denn der kleine Scheiße? Ja. 54er, nee, du bist mir zu klein. Du bist mir leider zu klein. Den musste ich leider aufessen. Ja, schaut mal, da ist eine schöne orangene Farbe. Ja, orange ist halt so gar nicht meins, also so überhaupt nicht. Hm. Ich finde schon gut. Ja, du kannst ja orange haben. Na klar, mit welchem Tierchen bist du unterwegs? Mit Zuchti. Zuchti, warte mal, den muss ich mal anwählen. Zuchti. Sonst sehe ich dich immer nicht, weißt du? Zuchti und Zuchtbulle. Wir haben aber auch wirklich tolle Namen, ne? Also, richtig, das ist immer richtig kreativ, ne? Also, ihr merkt das.
Wir geben uns hier schon Mühe. Naja, also Zuchti, wenn er mal fertig gelevelt ist und tatsächlich ein blaues Mädchen hat und ein kleines, dann das wird dann natürlich wieder meiner werden. Das wird dann Zuchti Lisa, oder? Nein. Ich frage nur. Ich frage für einen Freund. Ich habe mal hier ein bisschen an den... Hier gibt es normal auch immer... Agis. Agis, ja, da oben gibt es Agis. Ja. Aber irgendwie haben die gerade nicht so schöne Farben. Ach ja, und Albinos gibt es auch. Haben sie gesagt, ja. Haben sie gesagt, in dem Event. Genau. Also, ja, werden wahrscheinlich einfach nur weiße Dinos sein. Ne? Ich schätze mal, das wird sich wieder auf die Rex beziehen, auf die Rexe. Das war ja schon mal so. Und in Weiß sehen die natürlich auch richtig geil aus. Ja. Oh, ich bin im Nebel. Hui. Das ist kein Nebel, sind Wolken. Ja. Na gut. Wurde uns gesagt. So, warte mal, ich muss mal eben auf die Karte. Und ich habe die Wolken übrigens nicht ausgeschalten. Also, weil einer von euch hat geschrieben, dass ich die wahrscheinlich ausgeschalten habe. Nein, ich habe sie nicht ausgeschalten. Trotzdem sieht es bei mir nicht so heftig aus wie bei Olli. Hm. Ich habe mal gesehen in der Resource Map von The Island, dass es hier hinten irgendwo einen Haufen Perlen gibt. Ich brauche sowieso gerade Perlen. Da gehe ich mal schnell hin. Hier ist ein Wo Dude. Ist denn da hinten? Wo bist denn du? Komm mal zu mir. Warte mal, bleib mal stehen. Komm mal eben zu dir gefliegt. Siehst du mich? Schon. Okay. Ja. Und hier hinten in diesem Teilabschnitt von diesem Fluss soll es laut Resource mit einem Haufen Perlen geben. Weil Perlen, so. Perlen sind ja sowieso ein bisschen Mangelware. Aber wo genau? Lass mich nochmal gucken. Genau hier unten in diesem Gemönz drin. Ganz schön frisch aus hier. Das sieht auf jeden Fall sehr frisch aus. So, kannst du mich beschützen? Ja, warte, ich mach mal schnell den Bari hier kaputt. Jawohl, mach mal den Bari kaputt. Da kann ich mal mit meiner Eisenrüstung ins eiskalte Wasser. Das ist bestimmt cool. Auf jeden Fall ist das cool. Ich hüpf mal zu dir. Oh, meine Spuren. Das ist ja cool. Sag mal her. Meine Vogelspuren. Ja, schön. Ja, super. So, da ist irgendwas los. Da hinten rennt ein Schwein rum. Ich tauche trotzdem ja, mal rein. Ja, ich bin da, genau. Da unten unter Wasser kann ich dich allerdings nicht beschützen. Also, was? Wenn dir da was entgegenschwimmt, dann... Na. Ja, hier kommt auch schon was. Leute, wo sind hier die Perlen? Ich brauche ganz viele Perlen. Aha, ich habe Kampfmusik. Naja, das sind die Blöden. Ja, vielleicht haben sie schon wieder irgendwas geändert oder so. Ich weiß nicht. Nimm mal meine Axt lieber in die Hand. Hör da. Die Viecher. Ja, die zu finden, die haben sie ja leider komplett getarnt gemacht, die Viecher. Ne? Das ist also die Perlen, das ist ja echt... Das ist eine gute Frage. Nee. Weiß ich gerade nicht. Ich bin unter der Eisdecke, ich ertrinke. Wie kommt man denn hier wieder raus? Oh. Nee, habe ich jetzt nicht gesehen. Nee? Nee. Also doch kein Spot. Nee, aber ich wüsste halt, wo noch welche sind. Da müssen wir sowieso hin. Dann fliegen Sie bitte voraus. Ich flieg mal voraus. Ja, warte mal, da muss ich mal eben gucken. Ja, da drüber. Vielleicht sehen wir hier noch einen schönen Greifen oder so. Ja, ja. Also ich will einfach nur wissen, ob es die noch gibt. Ne? Also ich will jetzt keinen holen oder so. Nicht zwingend. Nee, wir haben ja echt genug. Also es ist... außer natürlich, wie gesagt, so ein dunkelblauer oder sowas, dann... Ja, dann den müssen wir holen. Dann kommen wir nicht drum rum. Das ist richtig. So, blauer Agi da vorne. Willst du den mal angucken? Aber so blau ja. Ist der nicht, ne? Oh, ein Quetzel. Nee. Hallo, Quetzel. Ein Quetzelchen. 135er Männchen. Aber der hat keine schöne Farbe. Nein, ich brauche ein Weibchen. Das nützt euch nichts. Ach so, da unten meinst du vom Agi, ja, ja. Ja, 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 ja. Achso, den Agi. Du hast den Agi geguckt, oder? Nee, ich habe den Quetzel geguckt. Schau mal den Agi. Den Agi, jawohl. Der Agi ist ein Männchen.
124er. Ja, ja, schon weg. Hat es schon geschafft, ne? Brauche ein Mädchen. Hier ist irgendwas in den Wolken. Hier ist noch ein blauer Agi. Ja. Aber der ist nicht so viel blau, gell? Nee, der ist wenig blau. Zu wenig. Das wäre auch ein Männchen, oder? Du, ich kann es nicht sagen. Ich bin in den Wolken drin. Ich sehe den gar nicht mehr aktuell. Hier. Ist echt? Ja, ich sehe nichts. Warte kurz, da muss ich... Das ist bei dir so extrem. Ich finde das nicht schön. 108er Männchen. Aber die Agis heißen immer noch Silber. Komisch. Was war denn das? Was? Oh, schau mal, hier gibt's eine... Bestimmt eine Note. Eine Not? Ja. Ach so, du stehst drauf. Ich sage, hier gibt's keine. Ja, ich kann gerade nicht weg. Jetzt so. Kann ich wieder weg. Bumm. Also, ihr seht, was da steht, ne? Als euer Latein jetzt noch nicht eingerostet sein sollte. So, fliegen wir jetzt mal darüber. Ja. Wenn ich denn mal was sehen würde, ja, das ist... Muss ich ein bisschen runter. Das ist wirklich das Genau, Wertzis holen wir uns natürlich auch. Also, für uns PvE-Spieler ist das natürlich jetzt nicht so wichtig. Ja? Okay, es gibt große Greife, okay. Ja, mehr wollte ich gar nicht wissen. Das ist gut. Oder kann ich nochmal schnell nach Perlen gucken hier? Und dann fliegen wir mal hinten rum beim Eisgebiet. Da gibt es so einige Spots. Habe ich gesehen, dass man da auch ein paar Perlen finden kann. Aber warum die das so gemacht haben, ich verstehe es nicht. Das hier Perle? Ja. Da fragst du dich wirklich, wieso macht ihr das so? Und du findest die auch nicht wirklich, also. Echt komisch. Hallo, Fisch. Was ist das hier? Das ist kein Ding, nee. Haben die echt doof gemacht. Im alten Ark waren die noch weiß. Da konnte man die richtig gut sehen, auch schon vom Weiten. Genau. Nee, weiß ich gerade nicht. Weiß ich gerade nicht. Wo bist denn du eigentlich? Ach, ich flieg hier überall rum und hol Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ach ja, das ist gut. Fleisch brauchen wir. So, und die Perlendinger, die spawnen auch manchmal direkt auf den Eisschollen. Da sieht man die oder kann man die besser sehen. So, was haben wir denn hier unten noch? Schönen Juti. Grün-Rot. Was ist denn du für ein Level, mein Freund? 270er Männchen, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, Agis habe ich bisher jetzt bis auf die zwei Türkisen, aber die waren ja vorher auch immer schon türkis, das ist ja die Farbe, die ich auch gerade fliege. Ja. Eigentlich nur die Orangetöne gesehen, leider gar nicht so viele blaue. Na gut, ich gehe mal davon aus, dass noch nicht alle gespawnt sind. Das dauert tatsächlich ein bisschen. Und hier gibt es einen türkisbraunen. Der ist ja, nicht, aber die sind nicht schön. Ich habe auch gerade einen tot gemacht. Die sind echt nicht schön. Wir brauchen ein paar. Ein bisschen Fleisch, Leute. Es tut mir leid, ihr lieben Mammuts. Aber wir müssen essen. Besser gesagt, unsere Schweine. Unsere Schweinchen. Uns ja. Ist es ja egal. Wir essen auch Bären, so ist das nicht. So. Schauen wir mal, vielleicht ist hier irgendwo was drauf. Ganz viele kleine Pinguine. Wo bist du denn eigentlich? Hier bei den Pinguinen hier hinten.
Polymer holen, weißt du? Keine Ahnung, wo du bist. Da, wo die Pinguine immer waren auf der Insel. Du bist 500 Meter ungefähr von mir weg. Ja, ja, bitte schon. Also ich guck mal, was in dem Drop drin ist. Und dann fliegen wir mal weiter in die Richtung hier hinter. Oh, oh. Muss leider euch alle umbringen. Oh, Sabertooth, bleibt mal da. Nicht bewegen. Och nee. Nur Strohelemente. Komm. Ich hab mal alles rausgeschmissen, dass ein neuer kommen kann, notfalls. Ja, ja. Ja. Naja, die verschwinden aber normalerweise von selber. Oh, so, was ist denn das für ein bunter? Ein bunter? Sieht ja aus wie ein Papagei. Warte, ich komme. Achso, ich sehe wieder ein bisschen. Ja, hier? Ja. Ja. Also es funktioniert schon mal mit den Farben. Das ist schon mal gut. So, die Note hier haben wir noch gar nicht geholt. Ja, cool. Und vielleicht sehen wir mal so ein Brachio, ne? Die müssten ja dann theoretisch auch mitgespawnt haben. So, du holst noch Fleisch. Ich flieg mal hier an der Küste weiter, ne? Ja. Wegen den perlen Quatschzeug da. Was ist denn hier eigentlich los? Hier ist ja voll der Stress, Leute. Boah, Hyänen, Jutis, Mammuts. Da muss ich mal eingreifen, schlichtend. Ja, ja. Geht mal alle weg. Jetzt ist hier mal Ruhe, Freunde, ja? Das Wölfchen ist ein bisschen aggressiv. Ah, das Schöne. Ne? Da ist noch so ein bunter Agi. Auf Biertiere. Du, ich tu dir nichts, tu mir bitte auch nichts. So, Pinguine haben wir wirklich reichlich, ne? Ja, hast du dich ja immer beschwert? Ich beschwere mich nie. Ah, das ist eine Perle. Das ist zum Beispiel eine Perle da unten. Hier wäre auch Kristall. Und wie man da rankommt, ne? Das ist die Frage aller Fragen. Ich mal rüberschwimmen. Und hoffen, dass mich kein Hai frisst. Das haben sie echt blöd gemacht, ehrlich. Ja, und das sind Perlen, ne? Da, Wahnsinn. Die sieht man eigentlich nicht. Oh. Mensch. Oh. Was heißt ein O? Ein Polomia ist vor mir gerade aus dem Schnee raus. Das ist ungünstig. Ja, hat aber nicht überlebt. So. Aus welchen Gründen auch immer hat es nicht überlebt. Ja, das ist ja komisch. Mhm. Ja, wirklich komisch. Oh, bei Mammut ist da noch Perle. Da ist noch Perle. Da sollst du mal drauf kommen, dass das Perlen sind, ne? Wahnsinn. Egal, ich würde die Frau töten, nicht ich. Echt aggressiv jetzt auf mich? Oh, nee, ich dachte schon. Auf mich ist hier bitte keiner aggressiv, ja? Jetzt hab dich mal nicht so, weißt? Ja. Flieg, flieg, flieg. Ein Läppelchen bekommen. Was ist das hier? Das ist auch Perlen? Jo. Sehr cool. Könnte ich doch gleich ein bisschen Öl mitnehmen, oder? Wenn ich einmal hier bin. Ja, nimm doch mit. So, weißt du, wenn man einmal da ist, nimm mal es mit. Oh, jetzt fängt es auch noch Schneien an. Das ist doch schön. Ui, um eine Note. Was? Oh. Haben wir die nicht schon? Hier ist mein Pinguin. Du hast mir eine Note versprochen. Ja, ich weiß es jetzt noch nicht so genau. Warte mal. Note? Wo bist du? Kleine Note?
Vielleicht da oben drin im Türmchen? Ja, da oben im Türmchen ist er. Da kommst du ja gar nicht ran. Kommst du da ran? Nee. Jetzt. Da muss man sich einfach ein bisschen Mühe geben. Weißt du, ein bisschen zusammenrücken? Nee, ich muss da tatsächlich zu Fuß hochgehen. Okay, weil ich komme da nicht. Da hol ich mal Fleisch. Und ein paar Perlen. Ist hier noch was Böses? Nee. Wo ist denn da die Treppe? Da war doch irgendwo eine Treppe. Trepp? Ist gar keine Treppe. Also ich bin auch mit dem Greif rangekommen. Wenn du einfach ein bisschen genau darauf steuerst, müsste es eigentlich gehen. Bitte? Genau. Und dann bin ich gelandet. Ja, ist gut, ich hab's. Siehste? Hör doch auf mich. So, ich bin weiter an der Küste unterwegs. Ich hol mal weiter Fleisch. Ja. Das tut einem so leid, weil sie die ganzen Tiere töten. Aber ja. Es nützt nichts. Eben. Das ist ja das Ding. Es nützt nichts. Die wollen ja, dass du das so machst. Ja. Oh, hier waren wir aber noch nicht, ne? Nee. Hier gibt es übrigens auch noch eine Not. Da, wo ich bin. Ein Ankylosaurus. Da lässt sie mich aber nicht durch hier. Lass mich dahin. Ja, genau. Als wäre sie in 2 Minuten weg, weißt du? Ja. Die liegt da schon wer immer. Wer weiß. Die liegt da seit 2016. Hallo? Bin kaputt? Bisschen Öl. Hier gibt es kalte Füße, definitiv. So, da werde ich mal ein bisschen was in den Inventar packen hier. Perlchen. Ja, nehmen wir das auch gleich mit. Aber 7200 Fleisch, ne? Das wird ein bisschen eng. So. Und trotzdem weiter Ausschau halten. Fliegt da hinten noch eine miese Möwe. Eine MM. Die quatscht und quatscht und quatscht. Hast du noch nicht ausgeschaltet? Wie meinst du das? Na, das Gequatsche kann man ausschalten. Wie denn? Über die Optionen. Ach, jetzt hat sie selber. Au! Oh! Brauchst du Hilfe? Ja. Ich komme. Weiß allerdings nicht, wo du bist. Ich muss mich hier mal durchmetzeln, weil ich sehe nichts. Ne? Holomia. Nee, hab schon. Blitzpass. Alles gut. Okay. Das war furchtbar, wenn man nichts sieht. So, dann lieber ganz schnell nach oben, ja? Also ich bin immer noch der Meinung, dass bei deinen Einstellungen irgendwas nicht passt. Nee, die sind halt richtig, die Einstellungen, aber das ist halt vom Spiel her ein bisschen, naja, übertrieben. Weil es kann ja nicht passen, wenn alles eingestellt ist auf episch. Und das dann halt alles so angezeigt wird, wie sich die Entwickler das so gedacht haben. Ne? Guck mal, hier Palmen im Schnee. Da könnte man direkt Weihnachtsschmuck aufhängen. Und dann könnte man hier Weihnachten machen. Schaf. Nein. Ja. Okay. Ich muss dir die Gemüsekuchen geben. Los, komm, dann gib her. Mach mal hier unten. Warte mal, ich mach mal hier. Die Mammuts kannst du lassen, ne? Die tun nichts. Ja, Mammuts lass ich. Die wollen nur spielen. Hast du das im Vogelinventar? Nein. Okay. In meinem. Aber jetzt muss ich erst was essen. Ah ja, dann sterbe ich. So, ich muss meine Waffe wegpacken. Heile Schaf. So, wo soll ich denn das hin tun? Ja, mach's entweder in mein Viech oder in lass es fallen. Ich lass es fallen. Ich glaube, das ist am besten. Ja. So, Gemüsekuchen hinten drauf auf die Null. Dann gehen wir ran.
und drücken E. Und da haben wir es schon. Da haben wir es schon. Ein Mädchen. Das ist schon mal cool. Jetzt haben wir nur noch ein Böckchen. So, dann werden wir es direkt einsaugen, oder? Aber sofort. 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 Saven. Genau, den Gemüsekuchen behältst du, oder? Den kann ich ja gleich behalten. Ja. Das ist ja wirklich... Ja, manchmal muss man das halt einfach machen, dass man alle wilden Dinos killt. Destroy Wild Dinos. Wenn ihr als Administrator angemeldet seid im Singleplayer, sollte das einfach so funktionieren. Und ansonsten, wenn ihr auf dem Server unterwegs seid, müsst ihr euch als Admin anmelden. Dann gebt ihr einfach in der Konsole ein Enable Cheats und dann das Passwort danach, das auf dem Server ist, was ihr da ja hoffentlich selbst gewählt habt. Genau, dann seid ihr Admin und könnt dann eingeben. Probiert einfach mal aus, entweder Cheat Destroy Wild Dinos oder nur diesen Befehl. Aber ich glaube, mit Cheat seid ihr da besser beraten. So, dann sterben alle wilden Dinos. Und bitte nicht Destroy Dinos machen. Dann ist alles genau, weg. Genau, dann seid nämlich auch, sind nämlich auch eure weg. Genau, den Fehler habe ich einmal gemacht damals. Den mache ich nicht nochmal. Glaubt mir, da war wirklich alles weg. Da musste ich ein Backup wiederherstellen vom Server. Und der war dann fehlerhaft und dann war alles im Arsch. Also von daher ganz vorsichtig sein mit dem Befehl, wenn ihr eure lieben Tiere nicht verlieren wollt. So, wir werden trotzdem mal schauen, ob wir hier noch Schäfchen finden, ne? Vielleicht trabt ja zufällig noch ein Männchen rum hier. Aber wir haben ja einmal... Ja? Das Duty hat mich genau angeschrien, als ich es angreifen wollte. Das war gar nicht nett. Das war eine ganz fiese Sache von dem. Bin ich ganz verwirrt. Rappi? Der Rappi kämpft mit dem Pinguin, glaubst du es? Nicht so weit runter. Das geht nicht gut aus, Leute. Das ist so schade, weißt du, der Dino, der kleine Rappi will, Rappi. Was? Der kleine Pinguin wollte fliehen und drei ist noch ein Rappi-Baby, verdammt. Das ist hässliches. Gibt auch hässliche Babys. Ja? Aber? Was denn? Hast du die Mutter getötet? Nein. Jetzt mal. Was ist da hinten noch? Oh, ein Droppy. Ein blauer Droppy. Komm her. Hier liegen lauter tote Schweine. Seife. Will mir das Spiel irgendwas sagen? Ist mir Seife schenkt. Oh, hier gibt es aber viele Stego-Babys. Aber friedliche Insel, hier könnte ja eigentlich ein Schaf überleben. Ja. Die sind, ich glaube, meistens in der Nähe von Mammuts, oder? Habe ich so jetzt mal gesehen. Aber ist natürlich die Frage, die siehst du so schlecht, ne? Wenn die auch noch so weißes Fell haben. Ja, ja. Sieht ja aus unmöglich. Wie Steine. Naja. Okay, Leute. Wir suchen noch ein bisschen rum. Und ihr, wenn ihr Lust und Laune habt, hinterlasst ein Like, ein Abo und diesen ganzen anderen Quatsch. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir weiter auf Tapijara und Schafsuche sind. Ja. Danke fürs Zuschauen und liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.